Ja, hallo, herzlich willkommen hier. Let's Play Blood Bowl Lektion mit mir Elo. Und heute sind, wie angekündigt, Waldis, Waldelfen dran. Machen wir mal Waldelfen-Erklärung. Ja, Waldelfen, zweitschnellste Team im Blood Bowl. In Kombination mit der Agilität von Elfen ergibt sich da natürlich eine ziemlich gute Kombination als Team. Sie können den Ball unglaublich gut und schnell über den Platz bewegen. Jeder einzelne Spieler im Team der Elfen, also solange wie ein Elf ist, ist jederzeit eine Touchdown-Gefahr und das macht sie wirklich extrem gefährlich für den Gegner. Sie ist vielleicht sogar die Mannschaft, aber auf alle Fälle eine der Mannschaften, mit denen man die meisten Touchdowns machen kann. Sie haben als einziges Elfenteam Zugang zu einem Big Guy, an dem sich, möchte ich jetzt mal so sagen, die Geister ein wenig scheiden, der Waldelfen-Trainer. Aber natürlich ist auch hier trotz alledem nicht nur Sonnenschein angesagt. Sie haben geringe Rüstung, Startskills, die halt eher auf Ballhändeln abzielen und viel, viel mehr, also eigentlich so gut wie fast gar nicht darauf, sich mit dem Gegner zu prügeln. Der Baumensch kann helfen, ein wenig Druck abzufangen, während der Rest der Spieler im Normalfall sicherlich eher versuchen wird, den Gegner zu meiden. Also man muss halt schon auf die Spieler ziemlich gut aufpassen, auf die meisten. Zusätzlich, was dann wieder sehr nice ist, man bekommt einen der besten Spieler im Blood Bowl, nämlich die Kampftänzer. Diese besitzen hervorragende Startskills und die Stats sind bei ihnen auch nicht so schlecht. Muss man natürlich auch gucken, sie sind die meistens, denke ich, die Primärziele des Gegners. Also auch immer auf die Kampftänzer aufpassen. Ob sie als Team für Anfänger geeignet sind, obwohl sie ein Tier-1-Team sind, liegt sicherlich immer ein bisschen daran, ob man die Ausfälle, die sich zwangsläufig eignen werden, ausgleichen kann mit dem, was man an Tempo und Agilität an den Start bringt. Ihre Stärken sind ganz klar ihre Schnelligkeit, ihre Agilität, die Kriegstänzer auf alle Fälle. Ihre Schwächen sind klassische Elfenschwächen, sie sind sehr teuer natürlich und sie sind sehr fragil. Selbst für Elfenverhältnisse sind sie sehr fragil. Okay, gucken wir uns mal die einzelnen Spieler dann an. Da haben wir als allererstes hier mal die Feldspieler. Haben wir hier Stärke 3, AG 4, MA von 7, AV von 7, kosten 70.000, haben jetzt generell erstmal nichts und wie ganz klassisch bei Feldspielern kann man bis zu 16 von ihnen haben. Sie gehören zu den teuren oder teuersten Feldspielern und dafür bekommt man halt schnelle, agile Spieler, die immer für einen Touchdown gut sind. Sie sind die Feldspieler, die potenziell mit am schnellsten leveln können. Der Gegner wird immer versuchen, alle Elfen zu binden, weil, also das ist halt die Konsequenz daraus, da wenn jeder eine Touchdown-Gefahr ist, dann kann man sich nicht wie bei anderen Teams auf einen konzentrieren, sondern man muss halt alle binden und das kann einem helfen, Räume zu eröffnen. Da hilft dann natürlich zusätzlich noch, dass alle Elfen schneller sind als normal, also als Durchschnitt. Trotz alledem muss man natürlich gucken, dass man mit der Low Armor, dass wenn sie mal gehauen werden, AV7, dass man sie nicht so schnell, also dass sie halt immer mal rausgehen können und dass man sie einfach nicht so oft hauen lässt. Ihre normale Stärke und ihre geringe Rüstung und keine Skills am Anfang sind natürlich eher hinderlich für das, was Feldspieler normalerweise tun sollen. Zusätzlich sind sie auch immer so ein bisschen Futter und die hier sind halt auch noch recht teuer. Deswegen versucht man als Waldelfenspieler eigentlich immer nicht am Gegner zu sein, sondern eher tiefer zu stehen
nicht im direkten Kontakt zu stehen und sich immer wieder zu lösen und sich nicht hauen zu lassen, so massiv. Ja, was macht man da mit seinen Feldspielern? Wie levelt man die am besten? Gerade ein schnelles Team wie die Waldelfen, wo es viel darauf ankommt, schnell am ballführenden Spieler zu sein, können mit einem Anstoß, mit einem guten Anstoß viel mehr anfangen als irgendwelche langsamen Prügler. Deswegen nimmt man gerade als allererstes bei den Feldspielern, wenn es jetzt nicht gerade ein Doppelt, also ein Pasch ist, gleich anstoßen. Das ist dann auch gleich mit der wichtigste Feldspieler, den man haben kann. Der kriegt dann halt noch Blocken, ja, ausweichen, abwehren, wenn möglich, wenn man dann mal einen Doppel wirft, unterstützen. Wir können jetzt mal kurz hier in die Stats reinwerfen, reingucken, ja, mal geschickt normal, allgemein normal. Und der ist halt der wichtigste Feldspieler, den man irgendwie am Anfang besitzen kann. Plus Stärke nimmt man, weil es immer nett ist, plus Stärke zu nehmen, auf alle Fälle, also fast immer. Plus AG, ja, würde ich wahrscheinlich auch nehmen. Und hier auf diesem speziellen Kicker würde ich wahrscheinlich sogar plus AV nehmen, wenn man es dann mal würfelt. Das muss man aber gucken, in welcher Situation sich das Team gerade befindet und was man dann machen will und machen muss. Dann gibt es so eher die normalen Feldspieler. Den gibt man dann meistens eher Ringen als Block anstatt Blocken. Ringen deshalb, weil es das gegnerische Team stärker verlangsamt und weil es also oder gleich stark verlangsamt und weil es halt dadurch auch super Räume öffnet. Dem dann zusätzlich noch ausweichen, abwehren, gewandt, unterstützen, halt eben irgendwie solche Sachen. Plus Stärke auch hier nett. Plus AG, ja, vielleicht. Plus AV, vielleicht. Ja, muss man gucken. Dann gibt es noch eine etwas defensivere Variante mit Blocken, Ausweichen, Gewand und Unterstützen. Also ihr seht, hier sollte man hoffen, dass man möglichst viele Pasches wirft, um viel Unterstützen mitzunehmen, was einem halt sehr viel hilft bei der Spielweise, wie man dann an den Ball wiederkommt. Und ja, im Prinzip auch dasselbe plus Stärke. Ja, Rest muss man halt mal gucken. Okay. Dann haben wir als nächstes haben wir dann den Fänger. Stärke 2, AV4, AG4 meine ich, AV7, AV4, oh hier. AV7 und MA von 8. Kosten 90.000, haben Fang. Das heißt, wenn sie kriegen halt einen Wiederholungswurf bei gescheiterten Fangen, Abfangen oder Ballübergabeversuchen, haben Ausweichen und Sprinten. Ja, man kann wie gesagt 4 Stück davon haben. Hier Skills sind normal und geschick auf einfachen Würfeln. Sie sind ein bisschen zu vergleichen mit den Gossenläufern der Skaven. Halt schnell, agil, körperlich schwach und zerbrechlich. Sind ein wenig langsamer als die Gossenläufer, können aber dafür weiter sprinten. Was das dann natürlich ein bisschen gefährlicher macht, aber das geht schon irgendwie. Dazu haben sie Fang. Das ist jetzt sicherlich nicht der Skill, den man, wenn man jetzt ein Level-Up hätte, sofort nehmen, aber ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man ihn schon hat. Da das ist natürlich die Ballübergabe um einiges sicherer macht. Man kann, also man hat ja mit den Kampftänzern schon ziemlich gute Blitzer. Aber Fänger mit ihrer hohen Geschwindigkeit und ihrem Ausweichen-Skill, ihrer hohen Geschicklichkeit, können dann natürlich auch noch unglaublich viel bei helfen. Sie sind im Notfall auch als Redundanz für die Kampftänzer zu gebrauchen, denn der Gegner wird sicherlich alles versuchen, um die Kampftänzer zu Boden zu kriegen. Hier kann man dann überlegen, ob man sowas wie unerschrocken skillt, weil mit Stärke 2 gegen Stärke 3 und unerschrocken, das kann natürlich schief gehen, aber das wird die meiste Zeit sicherlich gut gehen. Das wäre dann so der blitzende bzw. blitzunterstützende Fänger, deren Aufgabe, wie immer von den Blitzern, ist es halt ist, den Balltrigger down zu kriegen, bevor der in irgendeiner Art von Käfig verschwindet. Also skillen wir sie so, dass sie dafür geeignet sind, mit den Kampftänzern halt zusammen. Da wäre sowas wie Ringen, ist auf alle Fälle, denke ich, besser als Blocken.
Das auch defensiv bei vielen Blockern die besseren Möglichkeiten gibt. Dazu dann halt Ballen reißen, vielleicht auch unerschrocken, das muss man halt immer gucken. Tackle gerade halt deshalb, weil gerade Ballträger oft Ausweichen haben und Tackle das halt helfen kann, das zu negieren. Gewandt, um sich besser zum Ballträger zu positionieren. Springen, muss man halt gucken, ist nicht ganz ungefährlich der Skill und man hat ja schon die Kampftänzer, die das eigentlich können, also muss man halt schauen, gegen wen man spielt und ob man das gebrauchen kann. Und wenn man die Möglichkeit hat, es zu kriegen, natürlich unterstützen. Plus Stärke und plus Geschicklichkeit sind hier definitiv Skills, die ich nehmen würde. Ein bisschen defensiverer Skill oder Skillung für die Fänger wären Blocken, Gewand, fliegender Tackle und natürlich ja Unterstützen. Unterstützen eigentlich fast überall nehmen, wenn man irgendwie die Chance dazu hat bei Waldelfen. Auch hier Stärke und plus AG, also plus Geschicklichkeit sind Sachen, die man auf alle Fälle super nehmen kann. Dann haben wir als letzten Fänger haben wir noch so den klassischen Einzug-Touchdown Macher. Der hat natürlich den Nachteil, dass er sonst dem Spiel nicht viel hinzufügt, außer diesen einen Touchdown pro Zug potenziell, ja, was auch nicht ganz ungefährlich ist. Aber kann natürlich trotzdem sein, dass man so spielen möchte, dass man so jemanden dabei hat und mitnimmt. Das wäre dann halt sowas mit, da wäre natürlich Sprint sicher dann eine Option, Gewand, Springen auch, Blocken später vielleicht, plus MV, ganz klar, und plus AG sind hier Skills, die man mitnehmen sollte. So, dann haben wir hier die Werfer. Erstmal draußen nochmal. Stärke 3, AG 4, AV von 7, MA von 7, kosten 90.000 und starten mit Wurfsicher. Hier kann man dann 2 haben. Haben hier auch allgemein normal, Geschicklichkeit normal und passen normal. Also können relativ viele Skills auf normal kriegen. Sie sind die schnellsten der hohen AG-Teams, was auch gut zum Waldelfenspiel passt. Sie können den Ball schon ziemlich gut aufheben und sich dann durch das hohe Tempo in eine gute Position begeben, um den Ball weiterzureichen oder zu passen. Ja, da hilft natürlich dann auch Wurfsicher. Hierdurch kann man gezielt Räume nutzen und die richtigen Spieler aufleveln und die Werfer leveln dabei halt dann auch noch ein bisschen. Man kann überlegen, zum Beispiel den Ball mit dem Feldspieler aufzunehmen, ihn dann an den Werfer zu geben. Also natürlich immer erstmal ein Stück laufen, wie man dann halt muss. Dann mit den Werfern umkreist man die gegnerische Abwehr und passt dann den Ball über kurze Distanz zum Beispiel auf einen Fänger. Und der läuft dann eben nochmal weiter. Dann könnte man auch überlegen, ob man sich dann hier auf den Werfern vielleicht Ballgefühl spart. Muss man halt gucken, wie die eigene Spielweise das macht und hergibt. Der Vorteil daran ist, dass man natürlich relativ risikofrei hiermit viel Raum gut machen kann. Also risikofrei heißt lange Pässe, was ja doch so ein bisschen so ein Hochelfen-Spielstil ist. aber nichtsdestotrotz kann man die Werfer natürlich zu so einem tiefen Pass oder langen Pass Werfer machen, dann würde man dem halt zielsicher geben. Sicherer Pass, Ballgefühl, starker Arm wäre da auch was. Also die ganzen Skills, die man braucht, um den Ball sicher und weit zu werfen. Plus AG und plus MV sind hier Sachen, die man sicherlich mitnehmen kann. Der Spieler braucht dann eigentlich so gut wie keine Defensivskills, da man den eh immer versucht, komplett aus der Reichweite des Gegners zu halten. Und mit Reichweite meine ich vor allen Dingen Schlagweite. Ein bisschen robusterer Werfer wäre eher so einer mit Ballgefühl, Ausweichen, Nerven aus Stahl, Gewand, Springen, sicherer Wurf. Der ist dann dafür da, um den Ball auch in einem größeren Pulk aufzunehmen und dann dementsprechend da wieder rauszukriegen und ihn weiter zu werfen, weiter zu bewegen. Auch hier AG und MV Sachen, die man sicherlich nehmen kann. Hier könnte man dann auch überlegen, noch plus Stärke zu nehmen. Das muss man dann sehen, sag ich mal. Der letzte Bild ist dann so eine Mischung aus beiden. Das wäre so mit
als ersten Skill Teamkapitän, um hier auch das Gegner, also selber das Team zu unterstützen und halt für relativ wenig Team-Value diesen Reroll zu kriegen. Danach dann eben auch zielsicher blocken, ausweichen, sicherer Pass, Ballgefühl, halt so die klassischen Ballhändel und Ballwerfen-Skills. Ja, und auch plus Stärke, plus AG, plus MV sind definitiv gute Skills an der oder Stats an der Stelle, die man mitnehmen kann. So, jetzt kommen wir zu den absoluten, wie soll ich sagen, Starspielern der Waldelfen. Das sind die Kampftänzer mit Stärke 3, AG 4, AV von 7 und MA von 8. Kosten 120.000, starten mit Blocken, Ausweichen und Springen. Also kann zwei Stück davon haben. Waldelfenspieler werden sagen, oder Trainer werden sagen, leider. Alle anderen werden sagen, zum Glück. Ja. Das ist natürlich gerade zu Beginn ist das eine absolute Top-Kombi an Stats. Sie sind ziemlich teuer mit 120.000, aber tatsächlich auch jeden Cent wert, denn sie sind die beste Waffe, die ein Waldelfentrainer aufbieten kann. Sie können mit ihren Skills quasi überall hingehen, wo sie wollen. Und das machen sie auch. Das ist der Grund, warum halt sie auch primär normalerweise das Ziel des Gegners sind. Und der Gegner immer versuchen wird, sie schnell und böse umzubringen. Durch ihr Tempo und das Springen, wie gesagt, kommen sie eigentlich überall hin. Man muss auf sie aufpassen. Sie sind Low Armor, Low Stärke, also eine normale Stärke. Mit Blocken und Ausweichen gehen sie natürlich nicht so oft down. Aber wenn sie down gehen, dann wird der Gegner auch ruhig mal, denke ich mal, versuchen, sie zu faulen und irgendwie vom Platz zu kriegen. Ja, so, wenn sie dann, also sie sind jetzt schon der Albtraum jedes Gegners, jedes ballführenden Spielers. Sie springen über den Gegner drüber, über die Abwehr. Sie springen in den Käfig rein, sie weichen hier aus, sie weichen da aus. Und wenn sie dann erstmal Ball entreißen haben zum Beispiel, dann wird es für den Gegner noch schlimmer. Ja. Vorsicht, springen, nicht überstrapazieren, aber wirklich nur benutzen, wenn man es braucht, da es schlechter geht als ausweichen an der Stelle. Also es ist sehr gut geeignet, um mal in einen Käfig reinzukommen und den Gegner dann zu treiben, aber jetzt im Normalfall eher auf die normalen Ausweichskills, den normalen Ausweichskill benutzen. Genau, wenn der Gegner dann, der Ballträger es irgendwie mal geschafft hat, in den Käfig zu kommen, und das ist das, was man eigentlich verhindern will, dann aufpassen, wenn man da reingeht und reinspringt auf die Assists, die er kriegt, durch die umstehenden Spieler. Also deswegen ist ja auch der Grund, dass man hier überall unterstützen haben will. Dann stellt man nämlich die ganzen Unterstützer an die Außen, geht dann mit dem Kampftänzer rein und boxt den Ballträger um. Da sie die essentiellen Skills eigentlich schon haben, die man als so ein Spieler braucht, muss man dann überlegen, wie man sie weiterentwickelt. Ich denke, es gibt da so zwei Varianten, wie das ganz gut gehen könnte. Das eine ist natürlich der Ballentreißer, der Balllosschweißer mit klassischerweise Ballentreißen, Tackle, Gewand, dann aber auch Abwehren, Unterstützen mit plus Stärke, plus AG und plus MV. Den anderen könnte man dann, muss man schauen, ob man das will, den anderen könnte man dann halt mit Raserei, Gewand, Tackle, Unterstützen, Knochenbrecher ausstatten und dadurch auch versuchen, beim Gegner mal was rauszunehmen und umzuhauen. Durch Raserei kann man halt auch in den Käfig reinspringen, den Gegner raustreiben und in die eigene bereitstehende Waldelfenmeute reinschieben, um ihm dann da im Notfall immer noch mal umzuhauen. Auch hier Stärke, Geschicklichkeit und Bewegung Stats, die man mitnimmt. Ja, wir können hier auf Allgemein und auf Normal zurückgreifen. Haben hier also auch ganz gute Auswahl. Das lohnt sich. So, letzte sind die Baummenschen. Letzte Spieler. da fehlt ihm wieder der Kopf.
Ja, Stärke 6, AG von 1, MA von 2, AV von 10. 100, kosten ebenfalls 120.000, haben Einzelgänger als negativer Skill. Dazu natürlich noch Wurzeln schlagen, was bei ihnen jetzt nicht ganz so schlimm ist, da normalerweise genügend Touchdowns fallen, um das schnell von ihnen wieder wegzukriegen. Als positive Stats haben sie dann halt Knochenbrecher, standfest, robust, starker Wurfarm und Mitspieler werfen haben jetzt in einem Waldelfenteam nicht unbedingt die Relevanz, sag ich mal. Man kann davon einen haben, haben klassischen Stärke-Skills natürlich, und sie sind der starke Kontrast zum Rest des Teams. Also sie sind langsam, sie haben geringe Geschicklichkeit, sie sind körperlich sehr stark. Also genau das alles, was der Rest des Teams nicht ist. Der Baumensch ist auch deshalb natürlich extrem umstritten bei vielen Waldelfentrainern. Pro und Contra wird hier viel hin und her diskutiert. Der große Benefit, den man durch den Baumensch bekommen kann, ist, dass er viel Schaden einstecken kann. Und Schaden, den der Baumensch kriegt, den kriegen die Elfen nicht, die restlichen. Und er bindet natürlich durch seine Stärke und seine Position im Normalfall auch gegnerische Spieler, was Räume eröffnet und Räume schafft. Nachteil ist, sie sind sehr langsam und da der Rest des Teams extrem schnell ist, kann der Waldelf den Coach, und das wird er auch machen, den Baumenschen immer weglaufen. Und dadurch kann der Baumensch natürlich schneller ausmanövriert werden. Ja, wie man den Baumensch entwickelt, ist dann natürlich ganz klassisch greifen, um zu verhindern oder um Spieler halt in seine Range rein zu kriegen, zu halten. Unterstützen auch klar, da man hier relativ gut rankommt. Tackle durchbrechen, wenn man sich doch mal mit bewegen muss mit seiner Bewegungsreichweite von 2. Multiblock ist natürlich sehr nice. Blocken, wenn man dann rankommt. Und Profi, um einfach seinen Einzelgänger bisschen auszukontern. Hier ganz klar plus Stärke. Stärke 7 ist immer awesome, sage ich mal. Und plus MV ist auch was, was man eigentlich mitnehmen könnte. Ja, Starting Booster Team Value 1000. Ja, Waldelfen sind halt wie alle Elfenteams sehr teuer. Und man muss halt schauen, wie man die ganzen hervorragenden Spieler halt in seinen Team Value von 1000 bekommt. Schon mal vorweg, eigentlich gar nicht, wenn man nicht auf Rerolls verzichtet. Ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt mit Baumensch spielen, aber das muss man einfach mal ausprobieren. Weil Baumensch ist wirklich was in so einem schnellen Team zu schnell ausmanövriert wird, glaube ich. Aber wie gesagt, dafür hat man halt eine härtere Line of Scrimmage und kann mit der halt auch ein bisschen was machen. Eine Variante. Und das ist halt auch die Variante, die sich oft dann durchzieht und klein und leicht abgeändert wird, wäre halt mit neuen Feldspielern zu spielen, zwei Kampftänzern und zwei Rerolls. Hier hat man halt die beiden Kampftänzer schon mit dabei. Dann könnte man einen Kampftänzer zu Hause lassen und dafür den Baummensch mitnehmen. Dann hätte man halt die Baummensch-Variante. Dann könnte man einen Kampftänzer zu Hause lassen und dafür den Reroll mitnehmen. Ja, also das sind so die klassischen Standard-Setups. Oftmals wird dann auch, also man kann dann auch Reroll Heavy mehr spielen. Das wäre dann auch wieder ein Kampftänzer, drei Rerolls und so weiter. 10 Feldspieler halt dann an der Stelle. Einen Rust oder eine Art von Rooster, die mit die von Waldelfentrainern öfter gespielt wird und auch, glaube nur mit denen so richtig gehen, ist halt so ein Null-Reroll-Rooster, also dass man wirklich komplett ohne Rerolls spielt. Dafür dann halt Heavy Positional und die ganzen Rerolls auf den Spielern halt drauf hat schon. Das wäre dann halt zum Beispiel 7 Feldspieler, 2 Fänger, 2 Kampftänzer, ein Sunny oder auch 2 Kampftänzer, ein Fänger, 7 Feldspieler und 2 Rerolls. Und da gibt es halt so viele Kombinationen. Manche spielen dann halt auch mit 6 oder 7 Feldspieler, 0 Rerolls, einen Werfer, einen Fänger und 2 Kampftänzern. Aber die meisten
nehmen eigentlich immer die, also die wichtigsten Spieler in meinen Augen hier sind die Kampftänzer und da sollte man immer versuchen, mit aller Macht zwei davon dabei zu haben. So, genau, und das ist nämlich das, wie man mit den Waldelfen spielt. In der Beschreibung hier vorne, das ist ja das Lustige, möge der uns der Pass nicht im Stich lassen und glaube auch in der normalen Beschreibung, auf die ich glaube ich doch hier Teamgeschichte reinkomme, zählt nur der lange Pass. Und da sind sie sogar ihren Verwandten, den Hochelfen, voraus. Und das ist, glaube ich, nicht richtig. Weil das ist ganz klassisch das Spiel der Hochelfen, dieser lange Pass nach vorne, der weite Pass. Waldelfen ist eher in meinen Augen eine Mischung aus einem Lauf- und einem Passspiel. Das heißt, was ich vorhin schon angefangen habe zu beschreiben, Feldspieler nimmt den Ball auf, übergibt den Ball an den Werfer, der Werfer läuft an der gegnerischen Verteidigung vorbei, passt den Ball auf den Läufer, der Läufer oder einen Feldspieler oder was halt gerade da ist, wo man halt ein Level-Up machen will, der läuft dann weiter Richtung Touchdown-Linie und man hängt den Gegner einfach ab mit diesem Spiel. Das ist dann halt das eine, worüber man das Spiel gewinnt. Das zweite, worüber man das Spiel gewinnt, ist die Defensive. Und in der Defensive ist es halt wichtig, nicht so oft gehauen zu werden, den Gegner lieber durch gutes Positionsspiel zu riskanteren Würfen zwingen und mit den schnellen Spielern Fänger und Kampftänzern den Gegner umzuhauen, bevor er also den Ballträger umzuhauen, bevor er im Käfig ist. Und wenn er schon im Käfig ist, dann halt umzuhauen, wenn er im Käfig ist. Ja, also reinspringen, unterstützen an die Seite, reinspringen, umhauen und alles solche Sachen. Ich habe irgendwo mal eine Statistik gelesen, dass es für Waldelfen besser ist, nicht gehauen zu werden. Dass es die Wahrscheinlichkeit, einen Ausweichwurf zu verkacken, geringer ist, als eine Verletzung zu kriegen durch gehauen werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt, aber ihr solltet auf alle Fälle versuchen, so wenig wie möglich vom Gegner gehauen zu werden. Und dann den Ballträger umhauen und dann Druck nach vorne, Druck nach vorne, Druck nach vorne und zack, bumm, Touchdown und einen Touchdown nach dem anderen machen. Ja, also 4 Touchdowns in einer Halbzeit sollten da schon irgendwie drin sein. Ja, das ist so die Zielstellung, die man ausgibt als Waldelf. Okay, so, das ist ungefähr der Überblick gewesen über die Waldelfen. Schönen Dank fürs Zuschauen soweit. Auch hier werde ich dann verlinken, wenn ich dann mal bei Waldelfen angekommen bin, Spiele von ihnen. Das wird wohl noch ein paar Tage dauern. Ha. Und nächste Woche gucken wir uns dann mal Chaoszwerge an. Schönen Dank. Tschüss.